Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, auch wenn es lange her ist. Heute gibt es einen neuen Guide zu der Essenzgewinnung von 200 bis 300. Und da machen wir jetzt auch mal direkt weiter mit. Von 200 bis 240 können wir entweder hier zwischen Feuertempel und der Garnison das Adamantit abfarmen. Oder wir gehen hier runter ins Lefaristenkonstrukt, in die Konstruktionsbasis. Das ist ein Elitegebiet. Da gibt es aber bis zu vier Named Mobs, die ihr noch nebenbei mitmachen könnt und dann halt auch da bis 240 sein. So. Dann haben wir natürlich noch in Elten die Möglichkeit, wenn wir 240 gehittet haben, haben wir schon mit 235 das Sobi, was wir abbauen können und das finden wir hier in dem Bereich bei der Zauberquelle von Anatee. Ja, da können wir relativ gut, also etwas weiter unten, also von hier halt hier runter zum Zauberquell von Agarion. Hier haben wir einiges, das können wir dann bis 275 machen. Ab 275 wechseln wir den Ort und gehen dann nach Hairon. In Hairon haben wir dann dementsprechend ab 275 die Möglichkeit, einmal die Fische zu sammeln, den Mekrim. Wir könnten aber auch Ulmus Lock farmen. Wenn wir den Ulmus Lock nehmen, das finden wir relativ schnell und einfach. Das haben wir hier unten. Das machen wir dann bis 290. Ab 290 haben wir dann mehrere Sachen. Wir können für 265 das Mekrim, also die Fische sammeln. Das ist einfach nur hier ein Stück weiter oben. Wir könnten auch die Triora sammeln. Das ist genauso bei dem Spot hier oben, wo wir auch das andere gefunden haben. Das ist für 280 das Triora. Ansonsten hätten wir aber auch die Möglichkeit, Esosa zu farmen. Esosa finden wir einmal hier in dem Bereich bei J.A. Paran und weiter oben einmal, muss ich noch mal gucken, hier finden wir welche oder einmal hier oben am Wasser und das ist dann bis 300. Na, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Tipp bzw. eine kleine Erscheinung geben, wie ihr bis auf 300 levelt. Na, dementsprechend, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, der nächste Guide von 300 bis 400 wird dann dementsprechend auch folgen. Bedenkt bitte, in Hairon ist relativ viel PvP. Es kann aber auch sein, dass ihr natürlich mal Asmus findet, vor allem kleinere Asmus, die euch nicht unbedingt angreifen. Na, dementsprechend farmt einfach. Wenn sie euch angreifen, wehrt euch natürlich. Ansonsten macht es wie ich und verzieht euch irgendwo woanders hin, wo weniger Asmus sind, wo es halt natürlich dann nicht ganz so schnell läuft mit dem Farmen, wie beispielsweise hier. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich dafür. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich hoffe, ich konnte euch damit behilflich sein und dementsprechend sage ich vielen Dank. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.